Was ist ein Vollwinkel und welche Bedeutung hat ein Vollwinkel? Also, Vollwinkel, das ist ein Winkel, ich nenne den Winkel jetzt mal Alpha. 360 Grad groß. 360 Grad ist ein Vollwinkel und das ist ein ganzer Kreis. Ganzer Kreis. Was heißt das? Nun, stell dir vor, du zeichnest einen Winkel. Also so und jetzt einfach mal so. Dann hast du hier eine gewisse Gradzahl. Da, hier oben wäre 90 Grad. Das sind so 120 Grad etwa. Und jetzt kannst du allerdings diese Linie, die zweite, immer weiter drehen. Also die Gerade oder Strecke wird immer weiter gedreht. Soweit, soweit. Und zwar bis sie wieder hier drauf liegt. Das hier mache ich mal weg. Das heißt, wir haben die zweite Gerade oder Strecke einmal komplett rumgedreht. Einmal. So. Und einmal hier rundherum. Das sind 360 Grad. 360 Grad. Das heißt, wir haben uns einmal im Kreis gedreht. 360 Grad, das ist ein ganzer Kreis. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meinem Kanal bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Schau gerne auch nochmal unten in die Infobox rein, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.